Guten Abend. Heute ist Dr. Gerhard Greif mein Gast auf dem H1-Sofa. Der Veterinärmediziner und Agraringenieur ist seit 2002 der Präsident der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Und auf die kann Hannover mächtig stolz sein. Sie ist mit 241 Jahren die älteste Veterinärhochschule Deutschlands, aber sie ist auch international ganz hoch renommiert. Erst kürzlich belegte sie beim sogenannten Shanghai-Ranking Platz 2 unter 300 internationalen Veterinärhochschulen. Da lohnt es sich doch mal drüber zu sprechen, wie dort gelehrt, gearbeitet und geforscht wird. Herzlich willkommen, Herr Dr. Greif. Schön, dass Sie da sind. Am besten stellen Sie uns doch mal die Tierärztliche Hochschule so in ganz knappen Stichworten und den wichtigsten Zahlen vor. Herzlichen Dank für die Einladung zunächst einmal und für die schöne Einführung. Ja, die TIHO, die Stiftung Tierärztliche Hochschule im langen Namen, aber international als TIHO bekannt. TIHO von Tierärztliche Hochschule. Wir sind etwa 1200 Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter, alle zusammen. Wir haben etwa 2500 Studierende, inklusive Veterinärmedizin, eigene Biologie und eingeschriebene Studierende der Promotionsstudiengänge. Und das ist eine eher kleine Zahl von Mitarbeitern. Und Studierenden, das Verhältnis ist relativ gut. Wir haben 50 Professorinnen und Professoren. Und ja, das ist so das Zahlenwerk. Sie haben eben schon das Wort Stiftung Tierärztliche Hochschule. Was steckt eigentlich dahinter, dass die TIHO diesen Namen trägt? Ja, das ist ganz interessant. Das Land Niedersachsen hat in 2001 diskutiert, wie man denn den Universitäten ein Zukunftsmodell geben kann, das etwas mehr Eigenverantwortung ihnen übergibt. Und dabei hat sich das Stiftungsmodell entwickelt. Und im Jahr 2002, das war mein erstes Amtsjahr, haben wir den Antrag gestellt in die Überführung in die Trägerschaft einer Stiftung des öffentlichen Rechts. Und dem ist das Land auch nachgekommen. Und deswegen sind wir seit 2003 in einer Trägerschaft einer Stiftung des öffentlichen Rechts. Hat das auch finanzielle Folgen? Nein, wir werden genauso behandelt wie die staatlichen Hochschulen. Es gibt insgesamt 5 Stiftungshochschulen in Niedersachsen. Da gibt es keinen Unterschied. Okay. Heute sitzen Sie, sage ich mal, ganz zivil auf meinem Sofa, aber wenn es besonders feierlich wird, dann tragen Sie einen Talar in der Tierärztlichen Hochschule, ein prächtiges Barett auf den Kopf. Was bedeutet Ihnen dieses historische Gewand? Für unsere Hochschule bedeutet die Historie durchaus etwas. Wir sind eine der ersten 10 Bildungsstätten für Tierärzte, die damals gegründet wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und das verpflichtet schon ein Stück weit. Und deswegen stehen wir auch dazu, aber jeder ist dabei frei, damit umzugehen, wie er will. Aber diese Elternhochschulen tragen im In- und Ausland häufig noch ein Talar. Und ja, das wichtiges Bekenntnis zur Tradition. Ein kleines bisschen die Tradition. Wir wollen natürlich ausführlich über Ihre TIHO reden, aber erst ein bisschen über Sie. Ergänzen Sie mir bitte mal ganz kurz ein paar Sätze. Mein Lebensmotto lautet? Ja, das ist ganz interessant. Es gibt mehrere. Und das Wichtigste mir heute ist ein lateinisches. Quid quid agis, prudenter agas et respice finem. Sie sollten es nochmal übersetzen. Genau, das tue ich also sehr gerne, denn das heißt, was auch immer du tust, so tue es wohl und bedenke das Ende. Und das ist auch eine Aussage, die meine Mutter immer schon gemacht hat. Überleg dir immer, die Dinge richtig zu machen. Ja. Und guter Wahlspruch fürs bedeutet. Leben, finde ich. Mein Vorbild ist? Sind eigentlich meine Eltern. Ja.
Ja. Was waren Ihre Eltern von Beruf? Meine Eltern waren Landwirte. Und ja, kurz nach, ich bin ja relativ bald nach dem Krieg geboren. Ja. Und meine Geschwister. Und ja, mein Vater war viele Jahre, ja, als er war im Krieg, als sehr junger Mann, kriegsversehrt. Und dann blieb die Landwirtschaft zu Hause. Und wir haben eine kleine Landwirtschaft dann gemeinsam größer gemacht. Wir werden noch gleich drauf zu sprechen kommen. Meine Stärke ist es? Ich glaube, dass ich Ziele verfolge und sehr nachdrücklich dann auch verfolge und auch gegen Widerstände. Meine kleine Schwäche ist es? Tja, ich habe mal meine Frau gefragt, was denn wohl eine Schwäche sein könnte. Sie sagt, es ist eine Katastrophe, mit ihr kann man keinen Urlaub planen. Ich kann keinen Urlaub planen. Sie das wollen keinen Urlaub machen, oder? Ja, fahren Sie denn widerwillig mit, oder? Ja, so etwa. Aber ich bin gerne unterwegs. Sie sind gerne unterwegs. Ich kann es nicht ausstehen, wenn? Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn man mit falschen Argumenten irgendetwas, ein Ziel verfolgt, was eigentlich kein vernünftiges und gutes Ziel ist. Am liebsten höre ich Musik von? Ja, Musik höre ich so manches. Eines meiner liebsten Musikstücke ist die Moldau, Smetanwalde, so naturnah und, ja, und gleichzeitig beschwingt und so dahin, die, ne, Natur so nachbildet. Das ist eigentlich etwas sehr Schönes. Aber solche Dinge, Bach. Aber ansonsten höre ich alles, was gerade im Radio kommt. Ich lese gerade ein Buch von? Ja, es sind zwei, weil ich an zwei Standorten ja immer bin. Mhm. Das eine ist Emanuel Bergmann, Der Trick, ein sehr, sehr schönes Buch und hat auch einen persönlichen Bezug. Das lese ich jetzt zum zweiten oder gar zum dritten Mal. Und das andere ist Blackout. Das ist ein relativ neues Buch. Und da geht es darum, dass plötzlich die Energie der Strom verschwindet, wenn es wird dunkel. Ist ja ganz spannend und die für Folgen, unsere heutige Diskussion. Die das alles, ja. Mein schönster Platz ist? Ich habe überall, wo ich bin, jeweils wieder einen schönsten Platz. Das wäre sehr schade, wenn man nur einen schönsten Platz hätte, weil den sieht man dann ja zu selten. Ne? Sondern ich kann überall schöne Plätze finden. Das ist bei uns im Park oder hier in der Stadt oder zu Hause auf dem Hof, oben auf dem Berg, wo man einen weiten Blick hat in die Welt. Aber seien Sie ehrlich, der schönste Platz ist Ihr Bauernhof, oder? Ja, also eigentlich ist der allerschönste Platz inmitten einer Kuhherde mit Kälbern und alle ruhen und geben ihre üblichen Geräusche von sich. Das ist unglaublich beruhigend. Wir sollten das mal ein bisschen erklären für die Leute, die so gar nichts über Sie wissen. Sie haben einen Bauernhof, wo liegt der? Das ist in Hessen, im Vogelsbergkreis. Und Sie züchten Rinder? Ja, wir haben Rinder, bin eigentlich mit den Tieren aufgewachsen und ich habe den Hof immer behalten. Das ist der Hof Ihrer Eltern, über den wir gerade gesprochen haben. Der jetzt auch ein bisschen größer geworden ist und den wir gemeinsam mit meinem Sohn dann weiter betreiben. Also in der dritten Generation. Das ist schon viel mehr Generationen. Aber es ist jedenfalls toll, dass Ihr Sohn auch, ist er Landwirt oder irgendwas? Der ist Tierarzt. Tierarzt, ja, wie der Tierarzt, Papa. Ja. Sie haben so ein gewisses Leuchten in den Augen, wenn Sie von Ihrem Bauernhof sprechen, dass ich mal eine ganz andere Frage dazu habe. Sie sind der dienstälteste Hochschulpräsident, den wir in Niedersachsen haben. Aber 2015 wurde Ihr Vertrag noch mal um 8 Jahre verlängert. Das heißt, Sie sind dann, darf ich sagen, über das Rentenalter deutlich hinaus, wenn die 8 Jahre um sind. Warum machen Sie das? Reizt der Bauernhof nicht so, dass Sie da ganz hin wollen? Oder gibt es eine Motivation, die Sie hier so in Hannover an der Tiho bei der Aufgabe hält? Ja, ich hatte das schon mit dem Urlaub gesagt. Eigentlich ist dieser Bauernhof ist natürlich wunderbar, aber es ist natürlich auch eine kleinere Welt. Und die Tiho und die Arbeit hier ist eine sehr viel größere Welt. Ja. Und ich glaube, dass die Bedeutung dieser Tiho und überhaupt der Internationalität der Veterinärmedizin, die kann man
die spürt man hier ganz besonders und kann sich auch ganz besonders ausleben. Ich meine, es hängt auch damit zusammen, ich glaube, das mit der Rente ist genauso eine Sache wie mit dem Urlaub. Ja, wofür genau. Eigentlich? Es ist einfach solange die Motivation, Spaß hat weiter an, zu forschen, der Arbeit, weiter zu arbeiten ja, und weiter und zu lernen. Etwas zu entwickeln und junge Leute zu fördern. Also das macht einfach Spaß. Ja. Und auch Forschung eine Richtung zu geben und zu fördern und einfach das zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Das Was sagt Ihre Frau denn eigentlich dazu, dass ihr Mann diesen Forschungsdrang hat? Ja, sie hat sich gewiss daran gewöhnt und sie ist auch überhaupt nicht abgeneigt. Sie ist sehr gerne in Hannover, hat hier viele Freunde. Ja. Und dann fahren wir am Wochenende oder wann sie immer zwei es Standorte. Geht, fahren wir hin und her. Mhm. Ja, ja. Ich sagte es eingangs schon, Sie sind Veterinärmediziner und Agraringenieur. Können Sie uns mal so ganz kurz schildern, wie Sie geworden sind, was Sie heute sind? Naja, ich bin als Landwirt im Grunde genommen bin ich als Kind geboren, ne? So aufgewachsen und dann war es ganz natürlich, dass man nach Realschule und Abitur, dann studiert man Landwirtschaft. Ich habe in Gießen Landwirtschaft studiert und dann auch eine Promotionsarbeit begonnen, die sich mit Tierhaltung beschäftigte, Technopathien und Gesundheitsfragen in der Tierhaltung. Und dann merkt man, dass man als Landwirt dann doch bestimmte Sichtweisen hat, aber die Tiermedizin einfach fehlte. Und dann habe ich beschlossen, dann musst du eben noch Tiermedizin studieren. Mhm. Und dann habe ich einen Studienplatz auch in Gießen bekommen und habe dann parallel diese Dissertation und die Promotion bzw. das veterinärmedizinische Studium noch gemacht. Was haben Sie vor 2002 gemacht, bevor Sie Präsident wurden? Oh, ich war 20 Jahre in der pharmazeutischen Industrie tätig, in einem internationalen Unternehmen und dort im Bereich Veterinärmedizin und Tierernährung. Wie steht es denn eigentlich heute um den tierärztlichen Nachwuchs? Stehen die jungen Leute Schlange oder ist das... Oh ja. Ja? Ja, wir haben immer zwischen 5 und 10 Bewerbungen pro Studienplatz. Es gibt in Deutschland etwa 1.100 Studienplätze, wir haben 260 davon und wir haben eigentlich immer viele Bewerbungen, weil wir bekannt sind dafür, dass wir unsere klinische Ausbildung sehr gut ist, auch die Grundlagenausbildung sehr gut ist und wir haben immer eine hohe Zahl von Bewerbern. Und besonders viele Frauen darunter, oder? Ja, das ist überall gleich, Größenordnung 85% der Studierenden mit den Tieren. Sind Frauen, Ja, das möglicherweise hängt es damit zusammen, dass das doch ein Beruf ist, der sehr mit Fürsorge zu tun hat. Ja. Und dann ist das eben so. Das haben wir nie und die Frauen sind ganz hervorragende Studierende, genauso wie die Männer auch. Das wollen wir sind hoffen. Alle gleich motiviert, großartige junge Leute und das ist eben so. Herr Dr. Greif, wir haben eben schon darüber gesprochen, die TIO ist 1778 als sogenannte Rossarzneischule gegründet worden. Heute haben Sie ein riesiges Klinikum. Wie viele Tiere werden denn bei Ihnen so pro Jahr behandelt? Ja, das müsste ich jetzt ein bisschen zusammenzählen, aber das sind in der Größenordnung von 35.000, 40.000. Kleintiere, Hunde, Katzen und alles, was sonst an Kleintieren gibt, Pferde, Rinder, Schweine kommen weniger als Patienten, weil die dann nicht mehr in die Bestände zurückgehen könnten. Und das Gleiche gilt bei Geflügel, aber Ziergeflügel kommt natürlich auch eine ganze Anzahl. Dazu in dieser Zahl sind nicht enthalten die Tiere, die in der Bestandsbetreuung auch noch sind. Was heißt die das? Bestandsbetreuung bedeutet, die Tiere sind auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und unsere Kollegen gehen dorthin mit Studierenden oder auch ohne und betreuen die Tiere dort auf den Höfen. Und also arbeiten beraten, sozusagen als Teil der Ausbildung? Als Teil der Ausbildung, teilweise auch beratend für Tierärzte, die dann anfordern und sagen, hier gibt es ein spezielles Problem, wie könnten wir denn das angehen? Das gibt es im Bereich Schwein, Rind und auch im Bereich des Geflügels. Ja. Wenn wir so über Tiermedizin sprechen, dann fallen einem natürlich auch gleich schreckliche Krankheiten ein. Schweinepest, Vogelgrippe, BSE, Maul- und Klauenseuche, Tollwut.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz großes Kapitel in Ihrer TiHo ist. Sind diese Krankheiten denn eigentlich besiegt oder müssen wir immer noch Angst dafür haben? Es ist nur eine Krankheit, die besiegt wurde, die mit zur Gründung der Ausbildungsstätten damals geführt hat. Das ist die sogenannte Rinderpest. Und die Rinderpest ist im Jahre 2011 zum 250. Jubiläum der ersten Universität, Tierärztin-Universität in Lyon, als getilgt erklärt worden. Nach so vielen Jahren? Nach so vielen Jahren, weil die Methoden ja auch in der jüngeren Zeit erst durch Impfstoffentwicklung so verfeinert werden, dass man das machen konnte. Viele andere Krankheiten wären kaum zu tilgen sein, weil die Welt ist groß und die Krankheiten reisen mit den Menschen, mit den Tieren, mit den Lebensmitteln, mit den Vögeln in der Luft und durch die Bewegung, durch die Internationalität bleiben das nicht lokale Herde, sondern das verteilt sich. Kommt noch das Klimawandel mit dazu, auch mit dem Klimawandel wandern Infektionskrankheiten. Also ich könnte mir das dann so vorstellen, dass die Geschichte der TiHo auch eine Geschichte der Bekämpfung der großen Infektionskrankheiten ist. Absolut. Es ist so ein Schwerpunkt Ihrer TiHo, glaube ich. Wo sehen Sie denn jetzt so die größten Gefahren weltweit? Die größten Gefahren sind dass man nicht konzertierte Aktionen flächendeckend haben kann für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Zum Beispiel die Tollwut. Die Tollwut ist einfach durch Impfungen zu bekämpfen, aber ich muss natürlich die Impfung auch überall hinbringen. Und da auch Tiere betroffen sind, die in der Wildnis leben, draußen leben, ist das nicht ganz einfach zu erreichen. Mhm. In Deutschland haben wir das erreicht über Schutzimpfung von Füchsen. Aber anderswo ist das ganz, ganz schwierig, in ganz großen Landflächen solche Impfungen durchzusetzen. Das ist allein, Sie haben ein Beispiel aus der Humanmedizin, Masern sind einfach mit Impfungen zu bekämpfen. Ja. Und trotzdem gibt es sie. Warum? Weil die Menschen mit der Impfung schludrig sind. Ja. Ist es denn auch so, dass ein Großteil menschlicher Krankheiten durch Infektionen bei Tieren übertragen werden? Gibt es da sozusagen einen Zusammenhang zwischen Tiermedizin und Humanmedizin? Aber ja, das ist eines der wichtigsten Themen, auch eines unserer wichtigen Forschungsthemen. Die Infektionskrankheiten oder die Erreger, die betreffen natürlich warmblütige Tiere. Und nun ja, da unterscheiden wir uns nicht sehr. Ja. Manche Erreger sind nur auf den Menschen, sind tierartenspezifisch und viele andere gehen über die Tierarten hinweg. Also ist damit auch der Mensch betroffen. Etwa 2/3 bis 3/4 der Erreger betreffen sowohl Menschen als auch Tiere, sogenannte Zoonosen. Das ist ja ganz schön erschreckend eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Aber Sie haben eben schon von den Tieren, da wir Ihnen auf der Weide erzählt, gibt es so einen Zusammenhang zwischen Tierhaltung und Tiergesundheit? Oder kann man das nicht so global sagen? Den gibt es ganz sicherlich. Immer wenn viele Tiere zusammenkommen, das kann im Freiland sein, in großen Herden, aber natürlich auch in Ställen, dann haben es Erreger leichter, von einem Tier zum anderen zu gehen. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Zusammenhang. Und die Tierhaltung, große Tierhaltungen, bedeuten natürlich immer das Risiko, dass der Effekt besonders groß ist. Wenn ich eine kleine Herde hätte mit 100 Hühnern und die Infektion kommt herein, dann sind diese 100 Tiere betroffen. Und wenn ich 100.000 Tiere irgendwo habe, sind möglicherweise 100.000 Tiere betroffen. Aber um die Erzeugung zu haben von 100.000 Tieren, zum Beispiel Eier, die wir als Menschen wollen, dann brauchte ich natürlich irrsinnig viele 100 Tierherden. Und dann ist wieder eine große Flächigkeit auch verbunden und dann gehen die Erreger trotzdem über das Land.
Und große Tierherden kann man eher abschirmen, als man das mit kleinen Herden kann. Ja, bleiben wir mal so ein bisschen bei der Massentierhaltung. Sie haben ja eine Partnerschaft abgeschlossen mit der Landwirtschaftskammer über Tierwohl im Schweinestall. Was stelle ich mir darunter vor? Also zunächst einmal den Begriff Massentierhaltung verwende ich nicht, weil ich den auch für unsachlich halte. Das ist wie so eine Art Kampfbegriff. Es geht große Tierhaltungen. Und die können sehr gut sein, die können zum Teil sehr viel besser sein als die Tierhaltung und die Bedingungen in kleinen Tierhaltungsbetrieben. So ist die Tierhaltung allgemein durch modernere Ställe, größere Ställe besser geworden, insbesondere dann auch beim Milchvieh. Früher waren sie angebunden in kleinen Beständen, heute sind sie frei in großen Beständen, in großen Laufstellen. Also nur damit man das so ein bisschen richtig stellt. Aber zur Frage mit der Landwirtschaftskammer. Viele Untersuchungen muss man machen in den Betrieben, wie sie tatsächlich draußen sind und nicht in einem kleinen Umgebung auf einem Versuchsgut. Sondern dort, wo wirklich die Welt, wo die Tierhaltung stattfindet. Und dann gehen unsere Kolleginnen und Kollegen in die Betriebe mit hinein. Und die Landwirtschaftskammer hat Kontakt in Niedersachsen mit jedem einzelnen Landwirt. Und deswegen kooperieren wir zusammen. Man muss nicht hier in Hannover noch einen Stall haben oder in Saarstedt, wo unser Lehr- und Forschungsgut ist, sondern man kann auch die Güter nutzen, die schon anderswo vorhanden sind. Und das hat die Landwirtschaftskammer und deswegen haben wir uns verständigt, hier zusammenzuarbeiten. Wir haben sehr gute Leute, sehr gute Kontakte in die Praxis hinein und die Zusammenarbeit ist sehr wertvoll und sehr nützlich für alle Seiten, insbesondere für die Tiere und die Landwirte. Ja, das finde ich toll, dass Sie das machen. Aber wenn ich heute in einen Supermarkt gehe, dann sehe ich doch die super Angebote von billigem Schweinefleisch oder billigen Hähnchen oder so. Ja. Sind die Menschen überhaupt bereit, ein bisschen mehr Geld für Tierwohl oder gesunde Tiere auszugeben? Das ist das berühmte Consumer-Citizen-Gap, so schön, wie man das nennt. Also der Konsument verhält sich anders, wenn er die Kaufentscheidung trifft, als er als Bürger, als Citizen. Der Bürger sagt immer, natürlich tue ich das, wenn man ihn befragt. Ich tue das, weil ich etwas Gutes tun will für die Tiere und für die Landwirte und für die Umwelt und so weiter. Aber am Point of Sale, wenn er im Supermarkt ist, sieht er die beiden Dinge. Es ist beides da. Und das sieht ja jetzt nicht schrecklich aus, sieht beides sehr gut aus. Also nimmt er das, was gut aussieht, aber die Hälfte kostet, billiger ist. Das ist der Grund, weshalb es so einen großen Unterschied gibt. Das ist so vielfach getestet und immer wieder verhält sich der Verbraucher anders, als er in Umfragen erklärt. Ja, interessant. Ist das bei den sogenannten Bioprodukten genau das Gleiche? Also man hat so ein gutes Gewissen, wenn man Bio kauft, aber muss es immer Bio sein? Es kann gerne Bio sein, ich finde es ganz hervorragend, aus der Sicht auch der Landwirtschaft. Man ist bereit, man erzielt einen höheren Preis für die Dinge. Es ist sicherlich ein positives Bild damit auch verbunden und auch gerechtfertigt. Aber man muss schon sagen, auch nicht jeder Verbraucher kann sich den doppelten oder noch höheren Preis erlauben. Auch das muss man einfach sehen. Denn auch die wirtschaftliche Entscheidung, die die Hausfrau oder die Familie zu treffen hat, die ist ja nicht ganz klein. Und deswegen hat beides seine Berechtigung im Sinne eines breiten Angebotes. Und den Konsumenten, der muss halt seine Entscheidung treffen, entlang seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten und auch wie er empfindet. Ja. Aber er hat das Angebot. Aber nun gibt es ja immer mehr Vegetarier oder gar Veganer. Freut das den Tiermediziner oder kann ich doch noch mit gutem Gewissen so ein saftiges Steak essen?
Also Sie können das mit bestem Gewissen essen, aber mit genauso gutem Gewissen können Sie sich vegetarisch ernähren. Wie machen Sie das denn? Ich bin sogenannter Flexitarier. Was ist das? Das ist jemand, der mal nur Salat isst und Gemüse. Und man isst ja nicht ständig, jeden Tag. Mit morgens, mittags, abends Fleisch und Fleischprodukte. Aber ich schließe es auch nicht aus oder Käse. Ne? Das, ich glaube, die Vielfalt macht es einfach aus. Die Vielfalt ist das, was die menschliche Ernährung immer ausgemacht hat und was, ich glaube, auch in der Zukunft eine ganz große Rolle spielt. Und man muss das eine nicht gegen das andere ausspielen, ist gar nicht nötig. Man muss sich auch nur im Klaren sein, was bei vegane Produkte haben die gleichen Anforderungen, auch wie jedes Produkt, was der Ernährung dient. Denn das ist Qualität und Sicherheit und die technologische, zu wenig Eiweiß, oder? Die technologische Aufbereitung, ja, um es zu vollwertigen Produkten zu machen, ist eben eine entsprechende Technologie erforderlich. Ja. Also je mehr ich einseitig mich ernähre, umso mehr Technologie ist erforderlich, um ein vollwertiges Lebensmittel daraus zu machen. Ja. Herr Dr. Greif, wir sprechen so über diese Lebenshaltung, wie die Menschen, die ja immer sehr viel bewusster werden. Ja. Und wenn man das so beobachtet, so wie Tierschutz, Naturschutz, Klimaschutz, Artenschutz, wir haben ja heute in Deutschland einen ganz anderen Stellenwert als vielleicht noch vor 50 Jahren. Ja. Welche Rolle spielt denn jetzt, sagen wir mal, gerade die Arbeit, die Sie an der TIHO haben, in diesem großen Zusammenhang, unsere Welt so gesund und lebenswert wie möglich zu erhalten? Ja, das ist natürlich das große Begleitthema, wenn man wenn Sie sagen, vor 50 Jahren, das war noch quasi die Zeit, wo man gerade dem Hunger und der Nachkriegszeit entronnen war. Da ging es natürlich um Menge, mehr zu produzieren, und immer mehr geht es dann in die Qualitätsdifferenzierung und Nahrungsmitteldifferenzierung mit hinein. Und in der jüngeren Zeit kommt natürlich die Umwelt mit dazu. Und das ist ohne Frage. Das betrifft die Landwirtschaft und damit betrifft es auch die betreuenden Tierärzte und uns als TIHO genauso. Das ist ein Teil der Aufgaben, die wir haben. Wir müssen immer wieder klar machen, dass wir nachhaltige Entwicklungen brauchen in der tierischen Erzeugung, in unseren gesamten Lebensformen, dass wir im Sinne von Biodiversität Artenschutz betreiben, und der hat wiederum mit den Agrarlandschaften zu tun, mit der Art, wie wir Lebensmittel erzeugen. Aber ich will den Begriff Nachhaltigkeit auch nochmal in dem Sinne hier verstanden wissen, dass er einfach ökonomische Bedingungen immer enthält. Wir müssen Lebensmittel erzeugen. Wir brauchen sie einfach für die Anzahl der Menschen, die es in der Welt gibt. Und nicht jeder kann jeden beliebigen Preis zahlen. Ja. Das heißt, es müssen auch Mengen produziert werden. Und die Herausforderungen an die Mengenproduktion in der Zukunft, die werden sehr, sehr hoch sein. Gerade mit dem Klimawandel. Ja. Und ich glaube, dass wir alle gut beraten sind als Gesellschaft, aber auch als Universitäten, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir einfach die Pluralität, die vielfältigen Formen brauchen, die Lebensformen brauchen, dass wir die Natur brauchen im Hinblick auf die natürlichen Ressourcen. Ja, heute hat es mal ein bisschen geregnet, aber es hat viel zu wenig geregnet. Wir kennen das alles. Die Aktualität ist im höchsten Maße gegeben. Und wir müssen unseren Beitrag leisten, uns vielfältig zu verhalten, vielfältig mit der Natur umzugehen, aber auch immer daran zu denken, das Ganze muss man sich auch leisten können. Ja, das wird eine schwierige Aufgabe. Ja. Glauben Sie, dass sie von der Politik genug begleitet wird? Ja, Politik springt natürlich ein bisschen. Und je nachdem, wer gerade das Gehör hat, hat eine bestimmte Position. Und dann sagt man, ja, jetzt muss das alles weg und das muss jetzt alles sein. Ich glaube, dass in der Demokratie die Vielfalt der Meinungen, wenn man daraus, was ja nicht immer geht, einen Durchschnitt bilden würde, ist der Weg schon richtig. Vieles wird erkannt werden, aber es gibt auch immer Positionen, die man nicht teilen muss und teilen kann. Und es ist unsere Aufgabe, immer für Rationalität zu sorgen, für gute Argumente zu sorgen, für das eine, gegen das andere und so weiter. Aber immer bedenken,
man muss immer bedenken, was denn der Vorschlag, den man macht, denn bedeutet. Ja. Geben Sie Ihren Studenten dieses, was Sie eben Biodiversität nannten, auch so als ein Stück der Lehrinhalte mit? Ja, wir haben auch ein Institut gegründet und es wird auch sehr gut angenommen, die Botschaften dieses Instituts, Institut für terrestrische, aquatische Wildtierforschung, und letztendlich ist das Biodiversitätsforschung. Es geht zu Lande und zu Wasser immer darum, dass wir Arten erhalten, dass wir sie fördern, dass wir die Vielfalt fördern, die Vielfalt erhalten. Und dazu gehört natürlich das Land, die Landbewirtschaftung, unsere ganze Art und Weise, wie wir von Gärten, wie wir insgesamt mit unserer Natur umgehen. Und gleichzeitig eben nicht nur hier bei uns, wenn wir hier gerade aus dem Fenster schauen, sondern auch deutlich darüber hinaus, also auch im Ausland. Und wir haben viele Partnerschaften in der ganzen Welt, auch in Brasilien, China, in vielen, vielen Teilen, 30 Partnerschaften. Und dort stößt man immer wieder auf Dinge, die wir noch nicht so verstehen, aber wir sagen, oh, das ist eine andere Sichtweise. Und gleichzeitig müssen wir versuchen, in unserer Welt gemeinsame Wege zu finden. Sie sprechen so ausgewogen über diese Möglichkeiten, Chancen und Aufgaben. Wenn Sie jetzt diese etwas aufgeheizte Klimaschutzdebatte mit den Friday for Futures-Demonstrationen, kürzlich habe ich auf dem Opernplatz junge Leute am Galgen gesehen und so, da ist auch in dieser Klimaschutzdebatte ein Stückchen Hysterie dabei? Natürlich ist da auch Hysterie dabei und es ist politisches Kalkül dabei. Es wird ja auch instrumentalisiert von verschiedenen Gruppen in die eine und andere Richtung. Trotzdem, man kann das gar nicht überbetonen, dass hier Dinge im Gange sind, denen wir entgegenwirken müssen. Und es ist nicht so einfach, dass man sagt, na ja, bei uns keine Braunkohle, wenn gleichzeitig in anderen Teilen der Welt die Kohleverbräuche geradezu explodieren. Trotzdem muss man seinen Teil dazu beitragen. Mhm. Und unsere Internationalität trägt dazu bei, dass man solche Gedanken natürlich auch in andere Länder und Erdteile tragen kann und gleichzeitig von dort Kolleginnen und Kollegen, junge Leute einlädt, solche Gedanken, wie wir sie hier auch haben, doch mit ihnen zu teilen. Und wenn sie zurückgehen, dass sie dann auch dort einen Beitrag leisten können für eine bessere Entwicklung. Man sieht, Sie brennen so richtig für diese Gedanken und für die Bewahrung der Natur. Ja. 241 Jahre ist die TIHO alt. Was ist denn so zum Abschluss Ihre Vision für die nächsten 100 Jahre? Tja, ich hoffe, dass die TIHO auch weiterhin einen großen Beitrag leisten kann zur Sicherstellung einer gesunden Ernährung in der Welt, für eine große Biodiversität, für die Gesundheit von Mensch und Tier, durchaus auch in dieser Reihenfolge, weil Tierärzte für die Gesundheit und die Sicherheit von Lebensmitteln auch zuständig sind, nicht nur für die Tierchen, sondern auch von der Pflanze, und dass dies auch durch entsprechende Forschungsergebnisse immer unterstützt wird. Ich wünsche mir sehr und wünsche dann über meine Zeit hinaus, dass die TIHO in der Forschung so präsent ist und so realistisch ist, die Dinge, die erforderlich sind, in der Welt zu unterstützen und das zu publizieren, dass es wahrgenommen wird in der Welt. Denn das ist wichtig, nicht der stille Kämmerlein, sondern man muss es in die Welt hinaustragen durch Publikation, und dann wird es auch wahrgenommen, wie das jetzt in dem Shanghai-Ranking, dem fachbezogenen Shanghai-Ranking für Veterinärmedizin der Fall ist. Darauf sind wir stolz. Ich denke, Sie werden noch ein gutes Stück dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Dr. Greif. Danke Ihnen für die Einladung. Danke. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.